wird das Spiel, glaube ich, mit. Ich habe gesagt, noch zwei oder drei oder vier. Das ist im Grunde relativ egal.
egal, es geht ums größte Volksfest der Welt. Und das will man starten, damit die Leute Spaß haben und damit wir auch dokumentieren können, dass es halt in München beides geht. Ernste Themen, aber immer ein Volksfest. Ich denke, heute ist der Tag des Volksfestes, die nächsten 16 Tage sind Platz. Aber trotzdem bin ich natürlich froh, diese zwei Schläge geschafft zu haben, die man dann halt als Benchmark als Oberbürgermeister in München hat, im zweiten Jahr schon das geht. Und was wünschen Sie jetzt für die kommenden Wahlen? Das, was wir wirklich wünschen, das ist Körperattitüde, friedliche Wiesen, dass alle Leute gesund kommen, gesund gehen, nächsten Tag höchstens Kopfweh haben, das kann man auch fragen, aber dass irgendwann was passiert, dass überhaupt nichts passiert, das ist das Wichtigste. Und dass die Leute Spaß haben und dass unsere Gäste sich wohlfühlen, das ist das Wichtigste. Was war das eben für ein Gefühl, wenn man merkt, man ist souverän gewesen? Ach, ich weiß nicht, es ist leichter jedenfalls, dass er nichts rausrutscht. Insoweit tut man sie leichter mit zwei Schlägen. Nein, das war wirklich halt viel entspannter als letztes Jahr. Wenn man das ganze zweites Mal, drittes, viertes, fünftes Mal macht, dann ist das nicht mehr eine Herausforderung. Deswegen kann es nächstes Mal trotzdem wieder anders gehen. Weil es hängt alles am ersten Schlag. Wenn der passt, dann geht es mit zwei. Und wenn nicht, dann braucht man halt drei oder vier. Aber dieses Jahr hat auch kein Reporter dazu. Waren Sie deine ersten Erlebnisse jetzt hier als Münchner Kind? Du hast jetzt den ganzen Festzug mitgemacht. Wie war es denn so? Es hat super viel Spaß gemacht, die ganzen Leute zu sehen, allen zuzuwinken. Das war echt toll. Und was machst du als nächstes heute auf der Wiesn nach dem Anstich? Ich singe nachher noch im Zelt. Was kann man von dir erwarten? Ich singe Kissera. Also nur ein Lied? Genau, nur ein Lied heute. Ja. Warten Sie, ja, die genau. Bevölkerung soll es sauber und hält es auch sauber auseinander. Und es soll auch so sein, wir müssen ja beides gut machen. Die Versorgung der Flüchtlinge, aber unser Leben in Bayern muss auch noch vernünftig weitergehen. Herr Seehofer, auf was für eine Wiesn freuen Sie sich? Ich kann nur eine Frage hören. Auf was für eine Wiesn freuen Sie sich? Fehler. Gute Stimmung, Friedlichkeit und dass die Menschen zusammenrücken. Und eine große Familie bilden hier auf der Wiesn. Es gibt natürlich Menschen, eben, die Sorgen haben, Flüchtlingsproblematik. Sagen Sie noch mal ganz kurz dazu, was ist Ihre Meinung dazu? Ja, ich glaube, man sollte jetzt die Wiesnpolitik freihalten. Wir haben das immer so gehandhabt. Und ich bin heuer das achte Mal da in dieser Funktion. Selbst in Wahlkämpfen haben wir auf der Wiesn keine Politik gemacht. Und das lassen wir so.